So wie das Wetter gerade hier bei mir in Bonn ist, wird es wohl am Sonntag im ganzen Land sein. Wie ihr hinter mir sehen könnt, gibt es hier schon richtig schönes, goldenes Herbstlaub. Und der goldene Oktober zeigt dann am Wochenende nochmal, was er wirklich kann. Und damit herzlich willkommen bei Wetter Online. Allerdings müssen wir uns noch kurz gedulden, bis der goldene Oktober da ist, denn am Freitag gibt es zunächst ein dickes Regenband vom Oberrhein bis in die Lausitz. Dort regnet es teilweise auch wirklich ergiebig, aber sonst nirgendwo anders im Land. Es bleibt verbreitet trocken und auch meist sonnig. Dabei gehen allerdings die Temperaturen etwas zurück auf 15 bis 18 Grad und der Wind frischt besonders an den Küsten etwas auf. Das soll aber das Wochenende nicht trüben, denn schon am Samstag vertreibt die Sonne die dicken Wolken allmählich im Tagesverlauf. Zunächst regnet es aber noch besonders im Südosten, der ja am Freitag nichts abbekommen hat. Und die Temperaturen sinken auch noch etwas weiter runter auf maximal 16 Grad im ganzen Land. Und wie schon gesagt, bleibt der frische Wind an den Küsten weiterhin bestehen. In der Nacht zum Sonntag wird er dann sogar stürmisch, aber das geht gar nicht in den Sonntag hinein. Denn der Sonntag startet mit Frühnebelfeldern, die dann nach und nach von der Sonne aufgelöst werden, sodass ab Mittag dem goldenen Oktober nichts mehr im Wege steht. Die Temperaturen klettern dann auf maximal 20 Grad. Örtlich werden es vielleicht auch mehr, aber deutlich drüber werden wir nicht kommen. Soll uns aber auch für den Oktober vollkommen genügen. Und schon am Abend zieht dann ein neues Regenband rein, das uns dann in der neuen Woche vor allen Dingen begleiten wird. Und deswegen gehe ich jetzt die Sonne genießen und werde das am Sonntag auch tun. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online.